Ich bin Grit Röse und ich habe einen Verein, der heißt Wolkenkratzer-Kombinat. Und dieser Verein, der macht Projekte mit Kindern, vor allem mit Schulklassen im Bereich kulturelle Bildung. Wir machen meist spartenübergreifende Projekte. Und eines davon war das Forschungslabor Erzähl mal Rote Fabrik, das wir jetzt 2014 hier in der Roten Fabrik gemacht haben mit drei Schulklassen. Und zwar habe ich das mit der Miria Fiorentino, einer Szenografin und Bühnenbildnerin, geleitet. Und wir haben drei Klassen aus der Umgebung der Roten Fabrik eingeladen, um mit uns die Rote Fabrik zu erforschen. Wir hatten eine Projektwoche. Wir wurden von der Roten Fabrik angefragt, ob wir ein Forschungslabor Erzähl mal Rote Fabrik. Das heißt, wir forschen über die Rote Fabrik, wie das war, was das mal war und wie die entstanden ist. Wir sind da in der Rote Fabrik und haben so einen Workshop gemacht mit Künstlern interviewt und ja. Media und Grit haben uns eingeladen, glaube ich, und um ein Projekt zu machen von der Rote Fabrik. Und darum sind wir hier. Wir haben drei Projektwochen gemacht mit drei Schulklassen. Das sind fünfte und sechste Klassen gewesen. Es gab eine Projektwoche im April, es gab eine im Juni, es gab eine im Oktober. Jeweils versuchsweise Schwerpunktsetzung im April Theater, im Juni Schwerpunkt Kunst und im Oktober haben wir versucht, den Schwerpunkt auf Musik zu setzen. Wir haben ein Forschungslabor eingerichtet, hier in den Räumen in der Roten Fabrik und das Forschungslabor ausgestattet mit allerlei Material zum Gestalten, mit Drucker, Computer, Bastelmaterial, Karton, vorgefertigte Modellplatten. Wir haben so wie pro Tisch einen Koffer bekommen und dort haben wir alle Sachen, die wir brauchen, gehabt. Da drinnen sind, also so wie ich mich noch erinnere, sind da so Forscherhefte drinnen gewesen. Kamera, Bleistift, Papier, Karton, Farbe, Spraydose, Cutter, ja, das ist alles, was mir jetzt gerade so in den Sinn kommt. Und dann sind die Kinder auf dem Areal in Gruppen ausgeschwärmt und sind in Ateliers gegangen, haben Theaterstücke geguckt, waren zum Beispiel bei der Eveline im Musikbüro. Ich habe mitgemacht bei dem Projekt Erzähl mal Rote Fabrik mit einer Schulklasse, weil ich das enorm spannend gefunden habe. Vor allem durch die Neugier, die Offenheit und Direktheit dieser Kinder. Es war enorm spannend, dass sie sich weniger so über die Abläufe irgendwie Gedanken gemacht haben, sondern sich speziell für die Musik interessiert haben, verschiedene Arten von der Musik oder auch für Plakat, also Grafik, die Graffitis oder dann auch das Persönliche. Ich habe sehr auch interessant gefunden, wie sie sich nachher selber auf einer Bühne, wir sind dann noch durch die verschiedenen Räume gelaufen, also durch den Clubraum und die Aktionshalle, und wie sie dann auf der Bühne selber vom Clubraum also wie einen kleinen Freestyle-Rap hingelegt haben und enorm Spass hatten auf dieser Bühne. Wir waren in verschiedenen Ateliers. Bei Künstlern wie zum Beispiel dem Peter Schneebeli, Alex, dem Bildhauer. Und dann haben wir auch noch Interviews geführt mit zum Beispiel Louis oder Hans Hagen. Die sind schon ganz lange hier auf dem Areal, also die sind 30 Jahre hier. Die sind seit den Anfängen der Roten Fabrik dabei und die konnten natürlich auch ganz viel den Kindern noch mal vermitteln, wie das dazu kam, dass hier das Kulturzentrum entstanden ist. Wir waren bei Maxine. Wir waren bei Sammy Scherer, wir waren bei Kesang Lamdag zum Beispiel, das sind bildende Künstler. Wir haben zum Beispiel den Kesang interviewt und die Informationen haben wir umgesetzt. Halt auf Bild, also haben wir es dann
auf die Platte gemalt und haben die Fragen und Antworten auch draufgeklebt. Ja. Also wir haben Künstler interviewt, wir haben Workshops gehabt und jetzt wir haben so Platten designt, oder ja. Und jetzt haben wir so ein Modell zusammengestellt. Ja, das sind halt die drei Gebäude von der Roten Fabrik und die sind halt auch unterschiedlich gross. Und das sollte die Rote Fabrik darstellen, so mit den Künstlern und Leuten, die da arbeiten und alles. So. Dann haben wir diese, sagen wir, Forschungsergebnisse umgesetzt in, oder haben sozusagen die, das, was Sie erforscht haben, dann sichtbar gemacht auf den Platten, auf dem Modell, in dem Sie da gestaltet haben, zu den Erlebnissen oder zu den neuen Fakten, die Sie über Künstler oder Theaterschaffende oder die Menschen, die im Büro arbeiten, herausgefunden haben. So. Es sieht künstlerisch aus, aber es sollte auch ein bisschen die Rote Fabrik darstellen. Und jetzt haben wir immer, wenn man einen Künstler interviewt hat, für ihn eine Platte gemacht und Fragen und Antworten darauf geschrieben. Also am Anfang konnte ich mir nicht vorstellen, weil wir machen so ein Modell von der Aktionshalle. Und ja, und sie haben gesagt, wir machen von den Interviews her, tun wir sie umstellen in Platten und sie sozusagen zeichnen, Informationen draufschreiben. Am Anfang konnte ich mir das nicht so gut vorstellen. Doch jetzt, jetzt ist es gut rausgekommen. Also, ja. Am Anfang fand ich es eigentlich schon ein bisschen speziell, gefunden, weil so, Platten gestalten, was machen wir dort, einfach drauf losmalen oder so. Aber am Schluss fand ich es eigentlich sehr schön gefunden, so mit allem zusammen. Dann waren wir in zwei Theaterstücken. Ein Theaterstück war eine Erwachsenenproduktion und ein Theaterstück war von der Gruppe Kolipan. Das Rockin' Revolt, das war im Oktober. Da spielt der Gustavo mit, der hier auch ein Atelier hat. Und Gustavo hat dann anschließend an den Theaterbesuch noch Workshops gemacht. Oh yeah! Salut! Ich bin der Gustavo Nannes von Theatergruppe Kolipan. Und wie ist das in Erzähl mal die Rote Fabrik? Ist es so weg? So gewesen. Kinder sind ins Theater. Unsere letzte Produktion haben sie da gesehen: Rockin' Revolt. Es gibt eine Waffe! Ein Tag später sind die Kinder bei mir hier oben im Raum für Kinderkultur und haben mir bastelt und sie haben dafür Fragen gestellt und haben mir über das Theater erzählt und wie das alles war und haben mir einfach schöne Sachen malen und alles. Und dann am Schluss sind wir abgekommen in meinem Proberaum und ich habe für die Kinder das Konzert gemacht und es war sehr schön, hat mega Spaß gemacht. Ciao zusammen! Ja. Gustavo hat in allen drei Wochen Workshops gemacht mit den Kindern. Und als Abschluss gab es immer ein kleines Konzert, was ein Highlight jeder Woche war. Also die Kinder waren sehr positiv nach diesem Konzerterlebnis in Gustavos Musikatelier. Das Beste aus Konzert von Gustavo. Hat zu wissen, wer der Gustavo ist. Kennst du Gustavo? Also er ist ein Musiker, macht auch so ein Projekt, das heißt One-Man-Band. Er spielt allein Gitarre, Schlagzeug und ja, alles drunter. Was er für euer Konzert gemacht? In seinem Atelier.
Der Übungsraum von Gustavo. Wieso? Ich fand, der war super, der war wirklich vollgestopft von Musikinstrumenten. Also man sah nur noch Instrumente, keine Wand. Und ich fand es auch super, er war auch wirklich sympathisch. Es war ein Riesendurcheinander für uns, aber er wusste wirklich genau, wo sich jedes einzelne Instrument befindet, während wir da 3 Stunden gesucht hätten. Das Spezielle an dem Projekt war, dass 3 Klassen sozusagen miteinander in einem Modell gearbeitet haben. Und zum Schluss, nachdem das Modell vollständig war, also die 1. Klasse hat angefangen, die 2. Klasse hat ergänzt mit ihren Erfahrungen und die 3. hat es dann komplett gemacht, das Modell, haben wir alle 3 Klassen nochmal eingeladen zu einer Abschlusspräsentation. Und die hat hier stattgefunden in der Roten Fabrik. Wir haben das komplette Modell aufgestellt. Die 3. Klasse sozusagen, die am zeitnächsten an der Abschlusspräsentation ihre Projektwoche hatte, hat live kleine Präsentation vorbereitet, kleine theatrale Bespielung des Modells, wo sie ihre Erlebnisse nochmal in theatraler Form dem Publikum dargeboten haben. Eine Mutter hat mir jetzt an der Abschlusspräsentation gesagt, für sie war das super, dass endlich hatte sie ein Bild von dem, was die Kinder da gemacht haben. Und die waren alle sehr glücklich und sehr zufrieden. Also vor allem habe ich überraschend gefunden. Ich habe jetzt gedacht, das sind alles so, was so Bilder machen, aber es hat da ziemlich viel Modernes und ja, das hat mich auch am meisten überrascht. Und möchtest du auch mal eine Künstlerin werden? also so, eigentlich habe ich es jetzt nicht so vor. Aber wer weiß. Okay. Und möchtest du auch mal eine Künstlerin werden? Ja, ich kann auch nicht so gut zeichnen und so. also so alles in einem gefällt mir halt so. Dort, wo das Restaurant drin ist, es ist so ein schön grosser Raum mit, ist ganz gemütlich, dort finde ich so. Und der See gerade vor dran. Ja. Also doch, eigentlich ist es schon, also normaler Ort, das ist halt schon auch speziell. Überall hat so Graffiti und doch ist sie sehr so, also ordentlich, sie ist sehr schön, finde ich auch noch. So, überall so Ziegelsteine und die Farbe ist auch sehr schön. Und, ja, also, normal, ja, eigentlich ist es noch so. Für Zürich finde ich es auch noch ein recht spezieller Ort. Ich meine, ein Restaurant und nicht jede Fabrik hat ein Restaurant und ein Theater und ein Museum. Also, ja. Also mir hat das Projekt also einfach mal so super Spaß gemacht, weil ich selber die Rote Fabrik neu entdeckt habe.